Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kriegskassetten. Und zwar habe ich mir hier insgesamt 10 Kriegskassetten der unvergänglichen Armee gefarmt. Das sind die Maldraxxus-Kisten aus den Schlundangriffen. Und da dürften ja ein Mount drin sein, beziehungsweise kann auch noch ein Pet drin sein. Und ich hoffe, ich ziehe was raus. Ich hatte ja beim letzten Ventje-Video, soweit ich mich noch entsinnen kann, schon mal eine Kiste aufgemacht, weil wir die Ventje-Kisten nicht gereicht hatten. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir hier ein paar Mounts rausziehen. Da würde ich sagen, steigen wir mal ein. Kiste 1 haben wir ein bisschen Seelenglut drin, Stygier und gut formbares Fleisch. Auf das hätte ich auch verzichten können. Gut, die Seelenglut ist ganz nett, ne? Die kann man immer gebrauchen. Dann Kiste Nummer 2. Dort haben wir einen Umhang drin, Tempokrit. Den brauche ich tatsächlich nicht, auch mit dem Twink hier nicht. Okay, also das waren gerade schon mal 2 Reinfall-Items, leider. Dann kommen wir zur nächsten Kiste, Kiste Nummer 3. Seelenglut und Stygier. Okay, Kiste Nummer 4. Oh boy, Seelenglut und Stygier. Ich bin beeindruckt. Gut, dann gucken wir weiter. Kiste Nummer 5. Nein, ich dachte jetzt schon, ne, da ist das Mount drin, aber es sind 2 Conduit-Teile. Ja gut, die sind nett, aber unbedingt brauchen tue ich die jetzt tatsächlich auf den Char nicht. Dann schauen wir mal Kiste Nummer 6. Nochmal ein Conduit-Teil. Warte mal, kann das sein, dass ich schon wieder eins bekommen habe, was ich mit dem Char schon habe? Ja, oder? Also diese Conduit-Dinger, da kann mir doch keiner erzählen, ne? Also ich hatte das jetzt nicht im Inventar rumliegen oder irgendwas, sondern das war hier schon auf 200er Item-Level eingesetzt. Und ich kriege halt nochmal das ganz gleich auf 200er. Und es ist jetzt nicht so, ob ich noch andere, also hier auf dem Twink, ne? Da mache ich ja kaum was. Und die hat hier noch grüne Sachen teilweise und krieg halt dann das nochmal. Also sonderlich intelligent ist das System tatsächlich nicht. Jetzt das Einzige, was ich mit dem Ding machen kann, ist löschen. Ja gut, mal gucken. Ein paar haben wir noch, ein paar Chars. So, da schauen wir mal bei den nächsten Chars. Und zwar Kiste Nummer 7 müssten wir hier haben. Wieder ein Conduit-Teil. Aber ich glaube, diesmal kann ich es tatsächlich brauchen. Komm, nehmen wir die Küchenkiste auch noch mit. Zumindest ein bisschen was gibt es da raus. Ja, komm, zahlen wir das mal ein. Und dann swappen wir hier rüber. Jetzt gucken wir mal, was haben wir bei dem Char noch. Hier Kiste Nummer 8. Okay, der hat ein Brust-Item gekriegt und ein Kondi. Das kann ich anscheinend auch brauchen. Warum kriege ich das? Ich, also selbst immer die gleichen Stats, ne? Also ist echt komisch. Hier wieder Mastery und Crit. Naja gut, also da habe ich das Teil anscheinend schon. Da wären einige Slots dabei gewesen, die man noch verbessern hätte können, aber ich krieg natürlich genau wieder das gleiche. Gut, 2 Kisten haben wir noch. Hier haben wir die Kiste Nummer 9. Conduits. Also warte mal, ich stehe hier schon bei dem Typen rum. Ja gut, hier haben wir irgendwie das schon 2-mal im Inventar und ich, es habe 3-mal das gleiche gekriegt, also die kann ich auch löschen. Löschen. Das können wir auch löschen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir bei dem letzten Twink Glück haben. Kiste Nummer 10. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich es richtig aufmache. Das brauchen wir. Und wir haben blöderweise nur Soul Ash und Stygier, ein Conduit, was ich nicht brauche, rausbekommen. Puh, oh nein. Ich glaube, das mit diesen Kriegskassetten, da wird das auch ein bisschen eine langfristigere Angelegenheit, so wie ich das hier sehe. Ich dachte, die droppen ein bisschen besser tatsächlich. Gut, sollte wieder nicht sein, wieder leider kein Mount drin. Ich werde mich wieder melden, sobald ich wieder ein paar Kisten zusammen habe und dann machen wir wieder ein kleines Opening. Ich hoffe, da läuft es ein bisschen besser. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so läuft. Ist es ähnlich deprimierend oder habt ihr ein bisschen mehr Glück und kriegt ein paar Loots? Mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.